Nach 7 Minuten, Digga, nach 7 Minuten, geil. Was? Ja! Nee, hey, Marvin! Ja, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Was denkt ihr, was er gerade macht? So, jetzt wird's spannend. Alter! Null! Sieht aus wie okay. Der Schlong von den Minions hier, wo ich gerade rübergefahren bin. Noch einmal. Komm, geil, dass ihr wieder einschaltet. Heute zu einer genialen Runde GTA. Heute aber mal mit einem richtigen Kackauto. Übrigens, Kacke, unsere Gäste wie immer auch. Deko und A. Hallo. Moin. Je m'appelle not une guest. Por favor. S'il vous plaît. Also, die Muchachos haben es gefeiert. Deko in einem Ich-bin-hier-nur-Gast-T-Shirt mal zu sehen. Finde ich super. Ja, wir haben sogar überlegt, das Merch rauszubringen. Damit wir an euren Ideen mal wieder ein bisschen Cash verdienen können. Ah, nee, das war glaube ich deine Idee mit dem T-Shirt, oder? Das war meine Idee, ja. Aber die Marktlücken waren richtig, richtig geil. Also ich habe ordentlich gelacht bei einigen, muss ich sagen. Danke, Sion. Zum Beispiel gab es das Anti-Anti-Mückenspray, um mal wieder ein paar Mücken anzulocken, falls zu wenig im Zimmer sind. Fand ich auch sehr gut. Okay, wie macht man das? Was ist das für ein Spray? Ja, was wahrscheinlich sind das so ganz kleine Mückeneier oder so, die man überall hinsprüht. Damit ja ganz viele Mücken demnächst in deinem Zimmer sind. Aber das wäre ja nicht so direkt wirksam, ne? Du musst ja eigentlich irgendwie, weiß ich nicht, so Bullenblut nehmen oder so. Damit die Mücken das irgendwie richtig geil finden. Bullenblut mit Zucker oder so. Ja, ist doch eine gute Idee. Also gerne weitere Marklücken in die Kommentare brettern. Wie, das war das Einzige oder was? Da muss doch ein cooles dabei gewesen sein. Neben Anti-Mücken-Mückenspray. Bruder, ich kann dir 2000 sagen, aber nicht jetzt. Also kannst du nicht. Was willst du denn noch hören? Ja, eine andere gute Geschäftsidee. Bon, hallo Muchachos! Hier bin ich wieder, euer Deko. Und ich habe wieder richtig geile Neuigkeiten für euch. Und zwar gab es gerade erst die richtig fette Geburtstagsaktion von Triebwerk. Und jetzt ballern die Jungs und Mädels bei Triebwerk schon wieder richtig fett raus. Denn bis zum 10.04., also bis zum 10. April, könnt ihr mit dem Rabattcode Muchacho30 30% sparen auf eure gesamte Bestellung. Egal, was ihr euch kauft, Muchacho30, 30% Rabatt. Checkt das aus, deckt euch ein. Viel Spaß damit und guten Durst. Viel Spaß mit der Folge. Mein RTL. Eine Tastatur mit Tasten, die man fürs Gaming benötigt. Allerdings sind die Tasten verschiebbar in der X- und Y-Achse nach Wunsch. Und RGB-Beleuchtung. Ich finde die Sonnenbrille für Blinde besser. Okay. Und mit dem extra UV-Schutz können wir werben, extra Geld verlangen für den UV-Schutz, aber ihn einfach nicht einbauen, weil die merken es ja eh nicht. So können wir quasi unsere Gewinnspanne erhöhen. Hört sich auch sehr gut an, ja. Und die Sonnenbrillen werden extra stylisch. Sagen wir zumindest. Und es sind aber nur diese 3 Euro aus dem Kaugummi-Automaten. Perfekt. Diese richtigen Lappenbrillen. Dann wird dir der nächste auch gefallen. Das ist nämlich auch eine Marktlücke. Okay. Deko ohne Sprachfehler und mich mit Skill. Was? Das ist auch eine schöne Marktlücke, oder? Aber das würde ja bedeuten, dass ich gerade Skill habe. Ist wahrscheinlich. Also, ich bin dabei. Ich fühle mich durch die Marktlücke geschmeichelt. Dankeschön. Aber ohne Sprachfehler wird schwierig. Du hast doch recht. Also, ich weiß nicht, ob das umsetzbar wird. Ich finde auch noch eine andere schöne Marktlücke ist ein T-Shirt in Pulliform, falls ein doch kalt sein sollte. Ein T-Shirt in Pulliform finde ich gut. Also es gibt auf jeden Fall coole Marktlücken. Mal schauen, wann mehr Marktlücken in die Kommentare, Muchachos. Mehr Marktlücken. Ein T-Shirt in Pulliform. Boah, man könnte das so machen wie früher diese Hosen. Dass du so ein T-Shirt hast mit so einem Reißverschluss. Ne? Ja. So richtig auf Ehrenmodus. Digga, ich hatte das damit in der Schule, ich war so ein richtiger Chaco, Alter. Ich kann sagen, richtiges Mobbing-Opfer direkt, ey. Also ich konnte meine Hose auf jeden Fall zu einer kurzen Hose machen, mit Reißverschluss, ey. Das war, sagen wir mal schon so, Profi-Move, ich gehörte nicht zu den coolen Kids damit. Das kann man festhalten. Vor allem gehörst du nicht zu den coolen Kids, wenn du hier zweimal verkackst beim Hochfahren. Ja, nein, Ares! Oh. Lol. Warum, Alter? Weil ich Marvins Leben retten wollte. Ehre, muss man sagen. Deko? Ja.
Ehre für Arvid. Das war seine Annäherungsmine. Ja, aber ich dachte mir, nee, das wäre dann vielleicht auch ein bisschen sehr evil. Ach so, man kann sogar langsam hochfahren. Lol. Hallo, ey! Warum? Ich bin noch nicht am Start. Hallo, ich hab dir den Weg frei gemacht. Ich hab immer noch nicht den Punkt. Sag Dankeschön. Ich hab immer noch nicht den Punkt. Als ob. Hallo, Ares Geweckter. Das ist so eine Hochstarterkarre. Kann das sein hier, diesen Lack, den wir haben? Ja, ne? Versuch das mal. Es ist der Zion Classic. Das kann ich dir sagen. Ob der Hochstarter kann, das weiß ich nicht. Nee. Alter. Zum BMW, ist eigentlich das Gitter jetzt kaputt für euch hier? Gitter? Gitter? Ja. Gitter. Ist das ein Frauenname? Gitter! Gitter! Komm mal bei die Kaffee! Und. Ja, ist. Wo ist kaputt für dich, oder was? So einigermaßen. Was nein! Ja, komm mal zu die Kaffee oder was auch immer. Alter! Oh. Gitter! Komm mal zu die Kaffee! Der ist doch von Jacqueline, komm mal zu dir irgendwas. Komm mal. Tu mal die Omi winken, oder? Kann da was passt zu Gitter? Irgendwie einen Kaffee trinken oder so. Tu mal die Omi winken. Oh, richtig. Hallo! Beherrsch dich bitte. Ich hab den Spruch richtig, akustisch nicht verstanden richtig gerade. Richtig geiler Ghetto-Slang hier. Ey. Ja, es gibt schon. Also man kann die deutsche Sprache gut, zerstören, ey. Die Losers können das und solche Leute auch. Nein. Rück. Das war jetzt gut für dein Ego, ne? Es steht irgendwie 2-1. Ja. Das war gut für dein Ego. 1-1. Achso, ich hatte dich ja gekillt dafür. Aber das war nur, weil du mich umgebracht hast. Es war die Rache dafür, dass du dann mich in die Annäherungsmine reingekippt hast. Nein! Also sind wir ausgeglichen. Nein. Ey, Digga, ich war schon so. Oh. Hat Marvin jetzt erst da hinten verkackt? Ich hab jetzt erst da hinten verkackt, ja. Hä, warum? Ich dachte, du bist schon so weit die ganze Zeit. Nein! Ich dachte, du bist schon beim Punkt. Digga, ich hab eins mit diesem Stoppschild verkackt. Ich auch. Fahr, du Lappen. Da hab ich auch verkackt. Ja, fahr, du Lappen. Das Ding ist nicht da. Wie soll ich fahren, Alter? Also der ist einfach. Der nächste ist schwieriger. Finde ich auch, ja. Wie gesagt, ich war auch schon da und hab da verkackt. Ja, hier, der ist easy. Man kennt ihn. Gitter. Rammi doch nicht, dann schafft das. Ich wollte mir helfen. So. Ah! Warte mal, Deko. Nein. Es wäre ja hardcore Muschi, jemanden nicht vom Punkt wegzuträumen. Hey, lass mich in Ruhe! Hey! Ares! Eiskalt, Digga, ey! Beherrsch dich, ey. Alter! Wasch dich, Bruder, wasch dich! Zweimal! Ich bin dafür, Deko, sag was Liebes. Hä, wie hast du das? Ich bin dafür, du brauchst auf die Fresse, Junge! Ey! Lo, Alter! Nach 7 Minuten, Digga, nach 7 Minuten, geil. Okay. Digga, du mieser Chaco, Alter. Dann würde ich sagen, okay, warte hier. Okay, was geht? Endlich normale Leute. Ich glaube, ich hätte auch alter 4. Aber 7 Minuten ist, glaube ich, ein neuer Rekord, oder? Nach 7 Minuten ist schon legit. Ja, ich muss mir auch nicht jeden Spruch drücken lassen, ne? Fuck! Wieso, was hat er gesagt? Ich bin dafür, du kriegst auf die Fresse. Ja. Weil es sind ja nur noch 9 Punkte, ne? Alles ja, easy weasy. Ich würde sagen, hoppala. Ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren. Ich stehe hier quer, Mann! So, wir sind bei Punkt 20 von 29. Das kann ja nur lustig werden. Ey! Oh Mann, ey. Aber so vor dem Punkt wegballern ist natürlich auch schon eine böse Geschichte hier. Ja, komm! Er hätte einfach nochmal was Nettes sagen müssen. Ich weiß nicht. Oder mir zumindest nicht irgendeinen Spruch drücken müssen. Von wegen, ja, ich bräuchte auf die Fresse. Dann hätte ich nicht abgedrückt. Ich schwör's dir. Ich weiß, ich weiß nicht, was bei euch vorher passiert ist. Dich habe ich doch auch am Leben gelassen. Ich hab mich auch richtig zurückgezogen, ey. Hab mich richtig versteckt. War so ein Typ in so einem Busch, der einfach rumgelaufen ist. Wollte damit nichts zu tun haben. Ja. Das nächste Ding wird auch nochmal interessant, glaube ich. Okay, dann würde ich sagen, okay, let's go. Oh, danke. Bitteschön, so bin ich. Bruderlich, ja. In Ordnung, ja?
Wow! Alter Schwede. Alter! Wie oft muss man das machen? Ich weiß es nicht. Das Glas dahinter geht kaputt. Hat das irgendwie Folgen? Weiß nicht. Ist ein bisschen komisch zum Rüberfahren, ne? Was geht noch, oder? Ja. Alles zerstört. Was nochmal? Oh! Oh, Digga! Das ist schon böse hier. Einfach, da würde ich einfach, glaube ich, Fullspeed fahren. Das war gerade ganz nice, aber du hast gerade hier noch verkackt. Nee, so weit war ich noch nicht. Mit bei den Glasdingern meine ich. Bei dem ersten Glas habe ich verkackt, ja. Okay, das ging aber hier ohne Probleme. Eieiei, bitte, nein. Digga, wenn du jetzt noch verkackst, dann sehe ich dich wahrscheinlich hier nie wieder. Gerade noch gerettet. Eigentlich müsste ich jetzt dich auch nochmal umklatschen, oder? Warum? Um sozusagen die lursische Ehre zu retten hier an dieser Stelle. Ich habe ja nicht eure Ehre angegriffen. Ich habe meine verteidigt. Verteidigt? So war, ich habe nicht angegriffen, ich habe mich nur verteidigt. Ja, eben. Okay, 2-3 Sprünge und dann da. Okay, das kriegen wir hin. Ganz eindeutig. Ich muss sagen, es ist irgendwie... Fühlt sich so ruhig an, wie so ein leerstehendes Haus hier plötzlich, wenn Deko nicht da ist. Gleich kommt er wieder rein, beruhigt er mich lange noch nicht. Ja. Aber Obst ist im Haus. Ist halt echt so. Oh! Komm. Heide Witzka. Aber ja, das war ein schnelles Ding. Deswegen muss man sagen, was da gerade passiert ist bei euch. Habt ihr euch ein bisschen angeknödelt oder wie? Nö, eigentlich gar nicht. Man kann auf jeden Fall sagen, dass es schnell eskaliert. Ich hab meinen Punkt nicht gekriegt. Was? Digga, ich bin auch so im Rasiermodus gerade. Ja, geil. Da kenne ich gar nichts, Digga. Da kenne ich einfach gar nichts. Oh. Nein. Sind die eigentlich Speed? Warum muss man hier rückwärts fahren? Wahrscheinlich sind die nicht mal Speed. Eine Sache will ich nochmal abchecken. Man muss aber wirklich Knallgas hier machen, ne? Sonst wird das gar nichts. Oh, hier sind doch Speeds, ja. Okay, gesehen. Wo bist du denn gerade? Ach, du bist bei den Sprüngen da hinten, ne? Genau. Ja, geil. Okay, Bruder, ich ziehe aber trotzdem weiter nach vorne. Ja, zieh durch. Let's go. Zieh durch da. Wir hier einen neuen Weltrekord hier reinbrettern. Lass mich doch da drauf! Oho! Nochmal drehen! Alter, was kommt hier alles noch? 3 Punkte nur noch, wobei, das können wir... Das haben wir schnell geregelt hier. So, wo ist Ares? Ist er gleich beim Rückwärtsfahren? Nein, noch nicht. Verkackt hier die Sprünge. Nach wie vor? Bist du langsam oder was? Ja. Oh nein. Aha. Ho. Ja, Muchachos, ne? Heute mal etwas chilliger unterwegs. Ich hoffe, euch geht's gut. Schaut gerne in die Beschreibung. Ihr könnt ja wenigstens mal ein bisschen hier die Werbemöwe spielen können. Ne? Man kennt ihn, wenn man schon da keinen Auftrag hat. Oh, fuck. Digga, einmal zur Seite geschaut, ob der Typ sich entmutet hat. Ciao. Eiskalt, Digga. Bin mal gespannt, was er gerade macht. Ihr könnt jetzt gerne in die Kommentare schreiben. Was denkt ihr, was er gerade macht? Vielleicht ist das gerade eine Notentsaugung oder so, um wieder ein bisschen klar zu kommen. Ich weiß es nicht. Aber ich muss Dicke auch etwas in Schutz nehmen. Der ist einfach mental noch am Ende höchstwahrscheinlich vom Wochenende. Er hätte sich jetzt eine ruhige Aufnahme gewünscht. Hat leider nicht funktioniert. Alle Jungs, wirklich. Ach, come on. Ey, aber beim zweiten Fallschirm da, ne? Also alles chillig. Aber ich musste ja irgendwas zurückgeben. Und das war wirklich sehr, sehr chillig. Ne? Ja, das war noch human. Sehr, sehr chillig. Ich quitte jetzt. So, nächste Runde. Also wir werden auf jeden Fall noch eine Kleinigkeit dranhängen. Da wird Deko dabei sein. Und ich weiß nicht,
ob das gut endet. Muss ich wirklich so sagen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was draus wird. Nein. Oh, bitte war da ein Punkt, Digga. Ich will den letzten nochmal machen. Und der Digga, nein! Hä, was? Okay, der kann aber keinen Hochstarter. Nee. Ich dachte, das wäre so eine Karre. Weil die hasse ich. Wirklich. Die ganzen Hochstarter-Autos? Gar nicht. Hä, wieso? Was? Sieht aus wie der Schlong von den Minions hier, wo ich gerade rüber gefahren bin. Richtig wild, ey. Oh, Herr zum Geier, weißt du, wie ein Schlong von den Minions aussieht? Welche Farbe haben die Minions? Gelb. Wie sieht die Hose aus? Blau, glaube ich. Okay. Gelb-blau war ich nämlich auch der Lachs. Ah, okay. Okay, oh, was ist das hier? Nein! Geht mich da rein! Oh ja. Wo bist du denn jetzt unterwegs? Immer noch hinter dir? Lol. Ich hab gerade diese Sprünge mit den Speeds gemerkt. Achso, da bist du erst, Bruder! Ja. Da bist du aber. Achso, ja. Du hast, glaube ich, auch etwas Zeit verloren, nachdem vielleicht dein Motor explodiert ist. Ja, man kennt ihn. Genau. Kacke, Vorverstand. Ist da. Afa. Bin mal gespannt, wann Deko wiederkommt, Digga. Ich bin echt gespannt, wann er wiederkommt. Es ist halt immer noch eiskalt voll gemutet. Auch wenn mir gleich geschrieben hat, so, Marvin, ich bin weg für heute, wir sehen uns dann morgen. Ich hab ciao. Noch mehr. Ach ja. Ich kündige. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal geragequittet bin. Auf jeden Fall gebe ich immer so, ich gebe Bescheid, bevor ich rage quitte. Ich sag, noch einmal, dann bin ich weg. Das hat mich schon gewundert. Nach 7 Minuten. Aber wie gesagt, heute darf man dünnhäutig sein. Geht klar. Weiß Deko. Teilt auch gerne aus, ne? Es geht ja auch immer in die andere Richtung. Ja. True. Und? Ziel, Bruder, Ziel! Jo, Renner. Ja, okay. Machen wir schnell noch eine Runde. Würde Deko vielleicht auch wieder mit dabei sein. Ich guck mal, ob er mir geschrieben hat. Nee. Ja, dann schauen wir mal, ne? Wird er gleich dabei sein. Also, da sind wir wieder zum Abschluss nochmal. Deadline. Also auf dem Mega-Game-Server feiert Deko das. Aber hier, Oldschool bin ich noch der King, glaube ich. Oldschool mag ich es überhaupt nicht. Ah, dann ist das Schlängel länger. Das ist das Geile daran. Ja, jetzt könnte ich die beiden nochmal hier ein bisschen herausfordern. Ich werde mich dann erstmal zurückziehen. Und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo! Der Salz, der wurde bereits ausgeschüttelt. Oho. Hallo! Oben langfahren? Ja, wie lange? Wie lang? Pfeift euer Motorrad auch so? Ja. Und. Hä? Wie lang ist denn bitte der Hannes? Haut der auch irgendwann ab? Hä? Ich hab den gar nicht. Ich hab gar keinen Hannes gesehen. Hättest du keinen Hannes gesehen? Nee. Hier ist mein Hannes. Nein. Digga, er fährt aber runter. Richtiger Klacko, ey. Kann ich hier noch langfahren? Ja, easy. Aber ich muss sagen, dieser Deadline-Modus ist tausendmal geiler, wirklich. Hallo! Digga, ich bin einfach ein kranker Profi, Mann. Hä? Was? Was? Was passiert? Digga, das ist einfach an mir vorbeigeflogen. Wie? Ich bin rüber wie? Gesprungen. Achso, du hast gesprungen. Hey. Nein! Nein! Ey, ich hab's nicht gesehen. Dann hole ich mir Deko jetzt. Lol. Was? Ja! Hey, Marvin! Please, er hat seine Welt doch geteambankt hier. Geteambankt. Komm, fahr wieder rein. Wo bist du? Hallo? Oh, Aris? Oh, knappes Ding. Hallo? Wird das die erste Runde Deadline, die ich hier gewonnen habe? Lol. Ey, ich musste noch an Aris seinen Schlong vorbeizwirbeln, ey. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt geht's ab. Oh fuck. Nein, wie fahr ich? Ich hau mich gerade selber weg, oder? Oh,
bist safe, bitch. Nein! Ja, dass du aber auch einfach runterfährst, ne, du mieser Ficker, ey. Nein, aber du. Ich bin runtergefallen, weil die Kurve nicht eng genug möglich war. Warum soll ich runterspringen, Alter? Absichtlich. Guck mal, wie er wendet, die kleine Muschi. Ja. Wie ja? Ja, also ja. Ja! Please, Speed, speed, speed! So, aber jetzt als nächstes bist du dran, kleiner Lapon. Kommen Sie, Monsieur. Lol. Lol. Ich bin noch hinten drauf. Digga, rübergesprungen. Profi, Digga. Wo hast du die ganze Zeit Speeds her, Mann? Na jetzt aber. Jetzt hol ich mir den Speed. Fuck! Digga, ihr äumelt euch ja gar nicht mehr weg. Was aber macht ihr? Springt, der springt immer nur so 4 mm hoch. Nein! Neun. Oh ja. Oh ja, beide? Digga, wie hab ich das denn bekommen? Habt ihr nicht gesehen, ey. Jetzt macht er ja auf Pussy hier, Ari. Jetzt macht er richtig auf Pussy. Ja, warte, nein, Digga, nein. Kann ich ja durchfahren? Ja. Alle auf Ares! Ja, aber ich bin fuck! Falsch. Digga. Schnell. Nein! Null. Digga, ich fahr einfach dagegen, ey. Ich auch! Oh mein Gott, los, 4 Sekunden, los! 3, 2, 1, jawoll! Ey, unglaublich, ey, nicht meine Runde hier. Perfekt. So, hoffentlich letzte Runde. Kann man sich ja nicht mehr anschauen. Schnell nochmal den Speed einsacken. Dann hole ich mir jetzt den Hannes hier, Digga. Ich hole mir. Oh! Nein! Oh! Oh. Abgefangen. Not bad. Oh! Digga, ich bin der Falke, Digga. Hallo. Hallo! Oh ja! Ey, es hat ja mal euch beide. Alter! Es hat die einfach mal null gemacht! Oh, ja, was habt ihr da gerade getrieben? Das war jetzt ich musste rausspringen, um Ares zu killen, aber ich hab's gerne getan. Nein. Ey! Und er springt nach oben, ne? Er springt alles nach oben. Ich hätte dich einfach mit Speed wegrammen sollen, das wäre der Shit gewesen. Ich bin rübergesprungen, nicht zu eulen, ne, ey. Bei mir sah es sogar so aus, als wärst du richtig locker rübergekommen. Ja, bin ich eigentlich auch. Wie hast du es da rausgeschafft, Mann, aus meiner Falle? Ja. Nein! Ja. Digga, die Falle hat zugeschlagen. Digga, wie fahr ich hier raus? Oh mein Gott. Nein! Ja. Hättest du nicht lieber Ares wegäumen können, das wäre der Shit gewesen. Ja! Easy, Bruder! Nein! Oh ja! Yeah. Ganz ungünstig! Oh. Los! Nein! Egal! Haben wir! Hey, es hat jeder einmal gewonnen! Einer wird sich gleich freuen! Nur einer! LOL! Was? Hä? Wie ist das denn passiert? Ich fahr gegen Deko gegen und fall einfach von der Map runter. Wir sind beide rausgefallen. Du auch? Nein! Boah! Alter, was ist das? Ja, Mann! Ich wollte Marvin abfangen, Alter. Ja! Boah, es war aber auch echt ein knappes Ding hier. Ey. Nein! Alle auf Marvin, komm schon! Nein! Nein! Digga, was machst du? Wo fährst du lang, Digga? Nein. Was? Ja, Digga, ich hab's doch gesehen. Digga, wo seid ihr? Ich hol mir eure Hintern. Die hängen nicht alle über meinen Kamin. Wo ist Ares hier? Nein! Oh, falsch gezündet, Mann. Falsch gezündet. So, für euch nochmal hier, ne? Zeitlupe. Aber die Zeit vergeht ja gleich schnell, ne? Das heißt, das kann man so ein bisschen als Timer nehmen. Ey! Was? Das war echt Deko. Das war viel zu easy. Das war viel zu easy. Du musst da auch richtig zumachen, wenn du irgendwas machen willst, ey. Dann nutzt er deine verfickte Zeitlupe, um da durchzukommen. Das hätte ich auch easy ohne die Zeitlupe geschafft. Hey, ey, ich guck nach hinten, dann kommt Deko von vorne, Alter. Was habt ihr vor, Alter? Ich bin so eine Robbe und werd von so Orcas verfolgt.
Naja, wir müssen hier schon jetzt ein bisschen wegnudeln, ne? Oh, 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 stimmt, ey, sieht gut aus. Oh, Scheiße. Ey. Nein, ich fahr! Und Ares beginnt selbst vor, anstatt bei mir reinzufahren, ne? Ja, weil ich gegen Dings. Ich bin über deine Linie saftig rübergesprungen. Eh nicht. Los, doch. los, mein Speed. Oh, jetzt wird's spannend. Alter! LOL! Was war da los, ey? Alle tot! Alle gestorben, ey! Alle gestorben! Richtiger Kamikaze-Angriff, ey! Alter! Nein, Bruder! Ah! LOL! Geiler! Oh, na, ich hab wieder mein nulltes Leben jetzt! Last, ja, du auch nicht! Last Life, oh, wir beide! Oh. Ja, wir müssen unbedingt mal... Oh, LOL! Nein. Ey, wie konnte... Ey, ey, ich lande so ein, genau drauf! Yeah. Ich lande einfach ja, genau drauf! Wenigstens noch, ey! Ja! Was? Nein! Ich hab mein letztes Leben geopfert, um mir Ares Arschloch zu schnappen, ey. Nein! Und ich hab profitiert, geil, Digga. Und nebenbei 31.500 Euro geballert. Okay, hat sich gelohnt. Also, Muchachos, Beschreibung abchecken. Das heute mal ein bisschen anders wild. Dankeschön auf jeden Fall für euren Support. Checkt Ares aus, checkt die Beschreibung aus, bis dann reingehauen. Bye, bye! Sorry, Vorsicht, Salz. Bye, bye.